Herzlich willkommen zum FIFA Mobile Ereignis des Jahres. Das Toti ist endlich da und ich bin absolut gehypt. Aber bevor es losgeht, es wird auf jeden Fall die große XXL Toti Pack Opening Eskalation am Donnerstag geben. Ich hoffe, ihr seid am Donnerstag 16 Uhr alle am Start. Vielleicht wäre ich auch noch am Mittwoch streamen, das weiß ich aber noch nicht. Schaut einfach in eure Abo-Box, dann wisst ihr ja, ob eine Stream-Ankündigung da ist oder nicht. Aber auf jeden Fall, das XXL-Opening wird es am Donnerstag geben. Und ich hoffe, ihr seid gehypt. Ich bin auf jeden Fall gehypt, denn das Toti dieses Jahr hat gutes Potenzial. Wir können jetzt mal reingehen. Ich werde euch alles erklären, wie das Toti funktioniert und was alles höchstwahrscheinlich Free-to-Play ist. Wir gehen rein und sind jetzt auch drin im Team of the Year 2020, weil die Werte und alles Mögliche wurden ja von 2020 genommen. Ja, also erstmal, die Stürmer sind bisher erst da, die Mittelfeldspieler und Verteidiger werden sich erst in den nächsten Tagen freischalten. Und da haben wir auch schon hier wahrscheinlich auch den ersten Bug, denn ja, hier das Skillspiel für die Stürmer habe ich schon alle absolviert, denn jetzt ist es auf einmal weg. Ich hoffe zumindest, dass es ein Bug ist. Denn mit diesen Spielen hat man Stürmer-Toti-Stürmer-Punkte bekommen. Und diese Stürmer-Punkte kann man im Toti-Kapitel einsetzen. Diese Punkte kann man einsetzen für diese, um hier seine Boni abzurufen, hier im Pfad. Das heißt, man holt sich hier irgendeinen anderen, Nominee-Spieler ab und bekommt damit dann auch hier Angreifer-Starter-Token. Die gibt es auch zwischendurch, glaube ich, mal hier. Hier gibt es mal einen 80-Plus-Spieler. Dann gibt es hier Angreifer-Boosts. Dann gibt es hier XP. Und hier gibt es auch mal wieder die Angriff-Starter-Token. Die Starter-Token. Und mit diesen Starter-Token, wenn man 200 hat, kann man sich zum Beispiel einen Lewandowski abholen, was ich wahrscheinlich machen werde. Und das finde ich auf jeden Fall schon mal ziemlich gut auch gelöst von EA. So. Danach gibt es nämlich dann noch die Punkte. Diese Toti-Tickets, die man sich abholen kann, ihr seht, ich habe schon alle Spiele gemacht. Und mit diesen Tickets kann man sich nämlich hier auch zum Beispiel Stürmerpunkte holen, was ich wahrscheinlich machen werde wegen Lewandowski. Man kann sich aber auch dann, wenn es soweit ist, Mittelfeldspieler holen und auch Toti-Verteidigungspunkte. Mittelfeldspieler-Punkte sind halt alles die Punkte, ne? Und hier haben wir zum Beispiel die Stürmerpunkte und da würde man dann 50 Stück abholen. Davon kann man halt aber nur 15 Mal das Angebot kaufen. So, das heißt, wir haben das erstmal gemacht. Man kann sich dann hier natürlich noch Werbung schauen. Man kann noch sich hier die ganzen Coinpacks holen. Und dann kommen wir nämlich auch noch zu einem sehr, sehr wilden Teil. Und zwar kann man nämlich auch Quests machen. Wie ihr seht, habe ich die alle schon heute gemacht. Zum Beispiel melde dich an, um diesen Bonus abzurufen, erziele Tore im Spiel, dann Skillspiel im Toti-Event, Spielpartie im Toti-Event und gewinne versus Angriff oder 1 gegen 1 Partien. Und da bekommt man 50 Toti-Punkte und halt die Toti-Tickets. Mit den Tickets wisst ihr ja schon, was man damit macht. Da kann man nämlich ganz einfach das dann alles hier abrufen, wie hier die ganzen Punkte, die man halt möchte. Ich möchte halt Stürmerpunkte. Werde ich jetzt aber noch nicht abholen, denn ich spare alles auf den Stream auch mit am Donnerstag, wenn dann auch hoffentlich auch Mittelfeld und Verteidigung alles dann mit am Start ist. Und genau, so sieht's aus. Und das, wenn man dann genügend von den Toti-Punkten hat, das sind diese Punkte hier, ganz normalen Toti-Punkte, kann man nämlich hier auch in den Toti-Pass reingehen. Und das ist echt nice. Also hier kann man dann wirklich, wie so im Star-Pass, halt sich seine Boni abrufen. Der oberste Teil ist für Free-to-Play-Spieler. Der mittlere ist für, mittlere Pay-to-Win-Spieler. Das werde ich mir wahrscheinlich holen, wenn ich dann mir auch den Star-Pass am Mittwoch hole, wahrscheinlich. Dann haben wir hier noch die Toti-Punkte, ja, für ja, etwas fortgeschrittene Spieler im Free-to-Play-Dasein. Huch, genau, da kriegt man hier nochmal 150 Punkte obendrauf. Und das ist also wie ein Star-Pass. Man bekommt dann hier noch Toti-Verteidigungspunkte, Stürmerpunkte, Mittelfeld und weitere Verteidigungspunkte. So, dann weiter geht's. Können wir nämlich dann auch zum Beispiel noch hier, kann ich euch auch nochmal zeigen, hier im Shop. Das ist nämlich auch nochmal ganz interessant. Ihr seht ja, ich habe auch 6655 Gems, da werde ich mir auch bald was holen. Da werde ich mir wahrscheinlich hier hinten dann auch weitere Angreifer-Token abholen. Hier. Wahrscheinlich werde ich mir davon zweimal das Angebot abholen. Und
Genau, damit halt immer weiter Richtung Robert Lewandowski zu gehen. Und ihr seht schon hier, es gibt einen Ronaldinho im Shop. Den kann man sich für 55 Euro holen. Oder man macht halt hier die Kane Packs, die sich aber eigentlich, wie ich finde, überhaupt nicht lohnen. Außer man braucht halt einen Kane. Genau, das will man mal hierzu gesagt haben. Okay, dann ein Kapitel habe ich euch noch nicht gezeigt und das ist das Utoti-Kapitel. Und das Utoti-Kapitel, ja, das ist schon ordentlich. Also, man kann hier nämlich Event-Freischaltung in 4 Tagen, da kann man nämlich hier Utoti-Punkte, die man bekommt, wenn man einen zum Beispiel Stürmer oder einen Mittelfeldspieler davon hier abholt. Zum Beispiel hier bekommt man, wenn man einen Mbappé abholt, kriegt man Utoti-Punkte. 100, also Token sind das, 170 Utoti-Token bekommt man hier. Und mit diesen Utoti-Token kann man nämlich sich dann hier ja, dieses Angebot gönnen. Entweder man hat 200 Utoti-Punkte und ich glaube, damit kann man dann auch hier des Weiteren sich zum Beispiel Utotis abholen. Diese werden aber wahrscheinlich nicht Free-to-Play sein, das ist eigentlich klar. Denn die waren einfach wirklich noch nie Free-to-Play. So, und man kann hier dann halt entweder Glück haben und Utoti-Punkte bekommen oder man bekommt halt Münzen, XP oder Skill-Boosts. Genau, kommen wir jetzt auch nochmal dazu, was jetzt wirklich Free-to-Play ist und was nicht. Also, auf jeden Fall ist ein Messi Free-to-Play, das steht schon mal fest. Messi und Neymar höchstwahrscheinlich auch, aber das ist noch ein bisschen unsicher. Und ein Starter, egal welcher, ist auch Free-to-Play. Das heißt, man kann sich hier irgendeinen, was weiß ich, Belieder zum Beispiel holen, bekommt dann hier noch die Angreifer-Token und hat dann 30 Stück und muss dann halt noch weitere Spieler abholen, wie zum Beispiel einen Rosellu. Da hat man 50, dann hat man hier mit einem Inks, dann hat man auch 70 und das geht dann immer so weiter. Und wenn man dann ungefähr 200 hat, dann hat man auch Free-to-Play dann halt einen Lewandowski. Also, ganz einfach, hier sind natürlich, ich glaube, die ja halt am wenigsten geratesten Spieler sind hier alle Free-to-Play, wenn man hier viele davon abholt, um sich halt auch den Lewandowski insgesamt dann holen zu können. Ich hoffe mal, das habt ihr jetzt ein bisschen verstanden. Wenn es ein bisschen wirr war, dann probiere es vielleicht später nochmal besser zu erklären. Okay, ich hoffe mal, dass euch das vielleicht hier ein bisschen weiterhelfen konnte. Es wird heute wahrscheinlich noch ein weiteres Video geben. Ich hoffe, ihr seid auf jeden Fall alle gehypt darauf. Und ja, dann würde ich jetzt auch an dieser Stelle sagen, ich hoffe, euch gefällt das Tutti. Und auch dieses Video hier. Bis zum nächsten Mal und tschüss.